Rosanna A. wohnt in einer kleinen Wohnung in der Region Baden. Die 53-Jährige, die gerne anonym bleiben will, hat Mühe, sich selber schon um eine Tasse Tee zu kochen. Jede Bewegung macht weh, sie kämpft mit Muskelproblemen, Kopfweh und Migräne. Weil Rosanna A. nur Portugiesisch redet, greifen wir auf das Angebot der Sozialarbeiterin Daniela zu ihm zurück und lassen sie ein Interview mit der Patientin führen. Angefangen hat alles vor 13 Jahren, 2006, an einem ganz normalen Feierabend. Ich habe bis am 8. Uhr oben gearbeitet und dann bin ich heim. Daheim habe ich Kopfweh bekommen und Muskelschmerzen. Mein Mann hat mich noch massiert, dann bin ich ins Bett. Meine Arme und Beine habe ich nicht mehr gespürt. Am nächsten Morgen bin ich dann ins Spital und dort hat man mir gesagt, ich hätte in der Nacht einen Schlaganfall gehabt. Diese Nacht hat Rosanna A. ihr ganzes Leben verändert. Vergesslichkeit und Depression machen sich schnell bemerkbar. Sie bekommt nur wenig Luft beim Einschnaufen und daneben bleiben unerträgliche Schmerzen. Rosanna A. verliert ihren Job, sie wird arbeits- und immer mehr auch hoffnungslos. Deixei de fazer as coisas, deixei de serem como antes, de fazer tudo como antes. Sie spürt große Traurigkeit, weil sie fühlt sich... Sinto-me presa, como estar numa prisão. Tipo, não posso passar mais do que aquilo que eu quero. E a partir daí foi muito duro aceitar, nunca se aceita. Ja, es hat alles verändert, weil sie sich beeinträchtigt fühlt und kann ihr normales Leben nicht mehr führen. Sie spürt große Traurigkeit. Ja. Für die Sozialarbeiterin Daniela Zuim ist der Fall von Rosanna A. keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil, täglich wird sie mit der Tatsache konfrontiert, dass Krankheit arm und Armut krank macht. Ich erlebe in der Beratung, dass die Menschen wenig ausgebildet sind und da müssen sie schwere Arbeit leisten und dann mit körperlich schwere Arbeit leisten und das hält nicht lang, dass sie krank werden. Und dann werden sie arbeiten auch in prekäre Arbeitsverhältnisse und werden schnell entlassen. Und sie werden dann ein Teufelskreis von Armut, Hoffnungslosigkeit und Krankheit. 3.500 Franken brutto verdient Rosanna A. ihrem Mann und mit dem ernähren sie ihre dreiköpfige Familie und stemmen irgendwie die Krankheit der 53-Jährigen. So zum Beispiel das Massagegerät, das ihr gegen die Muskelverspannungen helfen soll. Rosanna A. und ihre Familie müssen jeden Rappen zweimal umdrehen. Eine zusätzliche Belastung, die das Leben nebst der schweren Krankheit der 53-Jährigen nicht einfacher macht.